So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed. Wir fahren heute nochmal Hügel im Mondlicht. Das hatten wir das letzte Mal ein bisschen verrissen. Geschwindigkeit und Driften gleichzeitig. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das dieses Mal hinbekommen. Wenn nicht, müssen wir da wahrscheinlich das Event ein bisschen später starten. Aber schauen wir mal. Wir probieren es einfach nochmal. Na dann, probieren wir es nochmal und versuchen den Typen das nochmal zu zeigen hier. Oh, 17, 24.000, ist das dir ernst? Das wird doch wieder nichts. Welchen Platz haben wir denn geholt? Wir haben jetzt ordentlich Punkte geholt. Platz 3, na ist doch in Ordnung, das geht doch. Wie kam ich denn jetzt auf 39.000 Punkte? Das ist ja der Wahnsinn. Okay, Level 13 füllt sich auch. Sieht doch gut aus. Wunderbar. So, hatten wir nochmal einen Anruf hier gerade eben. Oh, jetzt habe ich den Anruf weggedrückt. Nachrichten. Hey Mann. Hey Mann, die Cops hier machen mir echt das Leben schwer. Ich starte einen letzten Versuch, danach düse ich ab. Treffen wir uns und fahren einen aus. Wir sehen uns. Okay, wir haufen. Mitteilung noch. So, wir fahren mal zu Amy. Hey Mann, verstehe, verstehe. Du willst nicht dieser Streber-Newbie sein, richtig? Du hast Glück. Diese Jungs sind die ganze Nacht da. Kannst ruhig noch deinen Wagen tun. Aber wehe, du kneifst, Mann. Okay? Wir sehen uns, Bruder. Und
Okay, unser Auto müssen wir noch tunen. Ein paar Events müssen wir auf jeden Fall noch machen, bevor wir hier... Vielleicht holen wir auch einfach ein neues Auto, was schon ein bisschen mehr Bums hat, damit wir dagegen fahren können, gegen die Jungs von Spike. Jetzt aber erstmal das Zeitrennen, oder? Was ist das? Sprintrennen mit Amy. Okay, achte auf den oberen Bereich, dann ist alles gut. Na dann mal los. Sprintrennen läuft schon ganz gut. Zeitrennen klappen auch alle ganz gut. Es ist halt nur noch das Driften, was momentan Probleme bereitet. Aber ansonsten, ja, ganz gut. Aber das Driften bekommen wir auch noch hin. Mit dem vernünftigen Auto dazu sollte das doch kein Problem sein. Ich weiß halt nicht, was ich will. Wie du meinst, ist doch nur eine Ausrede. Lass uns das jetzt nicht tun. Warum? Wegen unserem neuen? Spike! Lass es! Hey, was denn? Bin raus. Was ist dein Problem? Was nicht? Ich auch so. Lass uns chillen. Was meinst du? Kann ich. Hab noch einiges vor. Zum Beispiel? Einiges. Also, ich brauche eine Pause. Eine dieser Nächte, hä? Ja, eine dieser Nächte. Ich sehe euch später. Was war denn das für ein Gespräch gerade? Das hat sich sehr komisch angehört. Oh, was hat denn hier der Kontrollpunkt? 11 von 19. 2 Kilometer noch. ...270... falsch abgebogen. Klasse. Das ist doch jetzt schon wieder voll für den Arsch. So unübersichtlich, das ist wirklich ein großes Manko, dass das ziemlich unübersichtlich ist. Naja. Ich hoffe, das Event kann ich nochmal starten, denn ja, voll verrissen. Quatsch. Position 2. Mist, ist Amy kurz vor uns ins Ziel gekommen. Ich dachte schon, wir hätten die jetzt noch kurz vorm Ende überholt. Aber okay, dann eben nicht. Na, kommen wir ins 14er Level? Nee, da fehlt noch ein kleines Stück. Hey, hey, hey. Sieh mal einer an. Nicht schlecht. Aber nur der erste Schritt. Denk darüber nach. Bis dann. Ja, das sind alle Events da hinten. Was haben wir denn hier noch? Schwierig, schwierig. Was machen wir jetzt noch? Komm, wir versuchen das Event mit Spike. 7 Kilometer wieder zurück. Bullen, kommt schon! Jawohl, folgt mir! War ja kurz, da sind sie aber schnell weg. Das hat ja fast gar keinen Spaß gemacht mit dem Bullen.
Ja, wir probieren jetzt einfach mal das Event mit Spike, wo er immer sagt, hier, du brauchst mehr Power. Die haben ordentlich Kraft unter die Hauben, die Jungs. Aber naja, schauen wir mal. Wir haben Nitro, wir haben Honda Civic, wir haben viel Geschwindigkeit momentan. So, Gegenverkehr ist wahrscheinlich nicht so die gute Alternative. 4 Kilometer. So, mal weiter geradeaus. Hey, Amy. Da kommt Amy einfach volles Ballett von vorne angeschossen und rumpelt uns da weg. Und sie ist wahrscheinlich weitergefahren, außer mir natürlich. Gut, ich bin jetzt mal gespannt auf das Event mit Spike. Kilometer noch, ein Kilometer, Kilometer. So. Was ist mit Amy? Zeit. Dann zeig mal her. Puls der Stadt. Bezwinge das Zeitfenster. .54 sollte doch zu machen sein. .16 Kontrollpunkte haben wir, 3 haben wir, jetzt fahren wir den vierten. Ah, so schon mal nicht. Gegenverkehr ist eine ganz komische Erfindung. Trotzdem schaffen. Trotz des Unfalles. Ein bisschen mal Nitro noch reinhämmern. Jetzt geht ziemlich lange geradeaus. Hoffe ich. Ah, es geht schon wieder runter. Ja, nochmal Nitro rein da. Lenken der nicht? Was ist denn das? Hört er einfach auf zu lenken, der Kunde. Ein Kontrollpunkt noch. Ja, schaffen wir. Kein Ding. Haben wir geschafft. 4000 auf unser Konto. Wie eine Rakete. Unglaublicher Speed. Das ist Level 14. Wieso, wo bist du denn jetzt? Da? Oh ja, jetzt gibt es 7000 für das Event. Mal sehen, schauen wir mal. Das nehmen wir in dieser Folge noch mit, das Event. Und dann verabschiede ich mich auch schon wieder aus dieser Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Aber jetzt fahren wir erstmal noch dieses Event. Nitro ist voll, das passt. Sp-
Sprintrennen. Komme in die Top 3. Komme in die Top 3, das machen wir. Also wir versuchen es auf jeden Fall. 33 Kontrollpunkte. Ah, 3 haben wir. Platz 2. Platz 1, Nitro. Ja, ein bisschen Power. Ja, das schaffen wir doch ganz locker mit dem Honda bis jetzt. Also so sieht's aus. Das soll doch kein Problem sein. Den brauchen wir also vorher noch nicht so wirklich aufpimpen. So, Achtung. Eine Kurve, Nitro rein, rausbeschleunigen. Perfekt. Kontrollpunkte haben wir hinter uns gelassen. Noch mal ein bisschen Nitro, noch mal ein bisschen Zaster nach vorne. Ja, ja, habe ich mir schon fast so gedacht. Komm. Wird es ein bisschen eng mit dem Abstand. 19 Kontrollpunkt 20 von 33. Boah, der lenkt nicht rum, der Arsch. Da wollte er in der engen Kurve nicht rumlenken. Kontrollpunkt 27, 28. Oh, jetzt macht doch hier keinen Scheiß so kurz vorm Ende. Ich will nicht. Das gibt's nicht. Da überholt er mich noch kurz vorm Ende. Aber wir brauchten ja sowieso nur Platz 3. Ja, schade. Hätten wir 7000 bekommen, wenn wir Erster geworden wären. Ja, na toll. Okay. Dann fahren wir mal in die Garage. Gucken wir mal, ob was Neues verfügbar ist. Lern fahren! Jo, Mann. Ärger dich nicht über die Niederlage, okay? Das ist vorbei. Du musst es sehen wie Magnus Walker. Verdammt. Moment, Moment. Cops, ich muss auflegen. Wir sehen uns im Longhorn. Vor allem ärgere dich nicht über die Niederlage. Wir sind Zweiter geworden und der war nicht mal ansatzweise zu sehen. Das sind schon wieder für ein Kunde, ey. Aber ich glaube ja, wir könnten dieses Event nochmal starten. Aber nicht jetzt. So, mal fixen die Garage. Was sagt denn eigentlich unser Konto? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Unser Konto sagt, ...39.000 haben wir. Dann könnten wir uns ja fast schon das nächste Auto holen. 39.000.
Ja, also bis hierhin würde das also funktionieren, dass wir uns ein neues Auto holen könnten. Subaru Impreza wäre drin, der BMW M3, Nissan Skyline, der Evo wäre schon drin, der Honda S2000. Was kommt denn dahinter noch? Der M3 E92, der M3 Evolution, Honda NSX. Okay. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich erstmal und wir überlegen uns bis dahin, welches Auto wir uns holen oder ob wir noch weitersparen. Ich bin raus. Ich sage ciao. Tschüssi.